Sie haben heute mit einem Biss gespielt, den man sehr selten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei Ihnen gesehen hat. Eine Entschlossenheit direkt, eine Wilde. Naja, das ist natürlich so. Ich meine, man kann nicht von jedem Spieler, ich meine, von vornherein immer dasselbe verlangen, was ein Polster macht. Ne? Das hat einfach nur mit vorn was vorn bleiben zum Tun, was ein Polster macht. Ne? Was ein Polster macht. Ne? Dann braucht man die Hälfte rennen wie normal, was ein Polster macht. Ne? Was ein Polster macht. Ne? Und wenn man einfach vorn bleibt und daheim sollte man das auch immer machen, dann glaube ich, kommt da was raus. Und natürlich, wenn die Mannschaft dann gegen einen starken Gegner spielt, wir kommen sehr wenig nach vor und dann natürlich, dann komme ich auch nicht ins Spiel und dann natürlich alleine ich mit meinem Kampfgeist, mit der Defensivschwäche, mit denen ist dann halt niemand zufrieden, das ist ganz klar. Dann komme ich auch nicht ins Spiel und dann natürlich, man kann nicht von einem Betzeln, von einem Pfeffer erwarten, dasselbe, was ein Polster macht. Ne? Das ist einfach die Charakteristik von jedem Spieler, was ein Polster macht. Ne? Was ein Polster macht. Ne? Das hat einfach nur mit vorn was vorn bleiben zum Tun, was ein Polster macht. Ne? Was ein Polster macht. Ne? Dann braucht man die Hälfte rennen wie normal. Was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Und wenn man einfach vorn bleibt und daheim sollte man das auch immer machen, dann glaube ich, kommt da was raus. Wir haben das so gespielt, wie man es bei Sevilla spielt und das hat nichts mit Vorchecking zu tun oder das hat einfach nur mit vorn was vorn bleiben zum Tun. Das heißt, dass nie Außendecker frei ist. Also, dass der Fußstopper und der Stopper irgendwie immer gedeckt sind, dass sie nicht hinter mir umspielen dürfen. Und dann braucht man die Hälfte rennen wie normal. Was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Das ist einfach die Charakteristik von jedem Spieler, was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Das hat einfach nur mit vorn was vorn bleiben zum Tun. Was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Dann braucht man die Hälfte rennen wie normal. Was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Und wenn man einfach vorn bleibt und daheim sollte man das auch immer machen, dann glaube ich, kommt da was raus. Naja, logisch, ich meine, dass wir das Match gewinnen, wenn einmal zieht er mal halt immer, oder? Man leidet da immer mit, ne? Naja, logisch, ich meine, man kann nicht von jedem Spieler immer dasselbe verlangen, was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Das ist einfach die Charakteristik von jedem Spieler, was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Das hat einfach nur mit vorn was vorn bleiben zum Tun, was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht. Ne? Dann braucht man die Hälfte rennen wie normal. Was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne? Und wenn man einfach vorn bleibt und daheim sollte man das auch immer machen, dann glaube ich, kommt da was raus. Polster, bei dem linken Fuß. Und da! Polster! Tor! Was für ein Tag! Was ein Polster macht, ne? Was ein Polster macht, ne?